Jedes vierte Paket in Deutschland wird wieder zurückgeschickt. Pro Jahr sind das über 530 Millionen Retouren. Nirgendwo gibt es so viele wie in Deutschland. Den Online-Händlern wachsen die Retouren über den Kopf. Ein großer Teil der Retouren muss aufwendig aufbereitet werden, um nochmal als Neuware verkauft werden zu können. Einige Retouren werden aber auch einfach vernichtet. Es ist nicht palettenweise, es ist LKW-weise. Hier sehen wir die Waren, die bei Amazon für die Vernichtung aussortiert wurden. Presse auf, Ware rein, Presse zu. Aber auch das Geschäft mit den Retouren boomt. Auf YouTube sieht man ja immer mal wieder Unboxings von Mystery-Boxen mit Retourenwaren. Was genau drin ist, erfährt der Käufer erst bei Lieferung. Ich habe Amazon-Retouren im Wert von 3.000 Euro gekauft. Wir sollten eigentlich einen Profit von über 600 Euro bekommen. Eins auf dem Playstation! Und auch im Fernsehen gibt es immer mehr Sendungen, in denen Retouren ersteigert werden. 550 verkauft. Mit ein bisschen Geduld und der richtigen Verkaufsstrategie bist du am Ende locker bei 2.000 Euro. Das sieht ja immer so aus, als könnte man damit super einfach Geld verdienen. Man kauft die Retouren günstig ein und verkauft sie dann mit dickem Gewinn. Aber wie gut funktioniert das wirklich? Das will ich herausfinden und mache ein Selbstexperiment. Ich kaufe verschiedene Retouren, um zu schauen, wie viel Geld man damit tatsächlich verdienen kann. Bevor es losgeht, möchte ich euch noch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen und das ist Timeless. Mit Timeless habe ich ja schon mal in der Vergangenheit zusammengearbeitet, deswegen freue ich mich sehr, dass die auch dieses Video unterstützen. Timeless ist eine digitale Plattform, auf der man Anteile an realen Assets, also an Sammlerstücken wie zum Beispiel Luxusuhren, Oldtimern oder Kunstwerken kaufen kann, um an deren Wertentwicklung zu profitieren. Also ähnlich wie beim Kauf von Aktien. Anteile gibt es schon ab 50 Euro und Timeless kümmert sich um den Rest. Das heißt, die übernehmen die Lagerung, die Versicherung und auch den späteren Verkauf der Sammlerstücke. Mit der Trading-Funktion können Anteile von Assets mit anderen Nutzern gehandelt werden. So kann man sein Portfolio weiter diversifizieren, denn je breiter gestreut wird, desto besser die Risikoverteilung im Portfolio. Ich selbst nutze Timeless jetzt auch schon eine ganze Weile und konnte mir letztes Jahr in einem Showroom in Berlin einige der Collectibles angucken, von denen ich einen Anteil besitze. Trotz aktueller Marktunsicherheiten und Inflation legten Collectibles im letzten Jahr Auktionsrekorde hin, darunter auch zwei Assets von Timeless, die mit echt guten Renditen verkauft wurden. Bei diesen beiden Uhren wurden zum Beispiel Wertsteigerungen von 84% und 200% erzielt. Wichtig an dieser Stelle, ich bin natürlich kein Anlageberater. Bevor ihr irgendwelche finanziellen Entscheidungen trefft, informiert euch immer noch mal selbst. Demnächst droppen bei Timeless viele spannende Assets, darunter eine seltene Rolex-Uhr oder ein nicht mehr produzierter Ferrari. Checkt Timeless gerne mal aus und über den Link in der Videobeschreibung bekommt ihr 10 Euro Startguthaben. Ich frage mich, wo man diese ganzen Retouren überhaupt kaufen kann und deswegen schaue ich mich jetzt einfach mal ein bisschen im Internet um. Retouren kaufen. Eine Palette Amazon Retouren für 500 Euro. Dann bekommt man einfach so eine Palette zugeschickt. 600 Euro pro Palette plus nochmal Steuern, plus nochmal Versand. Weiß ich nicht, ob ich das machen soll. Weil ich meine, man weiß ja nicht mehr genau, was da dann drin ist. Ne? Da kann ja alles Mögliche drin sein. Was man ja in den ganzen YouTube-Videos immer sieht, sind diese Mystery-Boxen. Da soll auch Retourware drin sein. Also vielleicht ist das ein ganz guter Anfang für mein Selbstexperiment. Also die Box hier ist immerhin nicht ganz so teuer. 119 Euro. Hier kann anscheinend alles Mögliche drin sein. Und hier steht, sie werden es nicht bereuen. Das kann also schon mal nicht so schlecht sein. Ich bestelle das jetzt hier einfach mal und dann schauen wir mal, ob da irgendwas Brauchbares drin ist. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich möchte mehr über Retouren erfahren und spreche mit Dr. Thilo Frank. Er forscht seit einigen Jahren dazu, wie sich Retouren vermeiden lassen. Was wird so am häufigsten retourniert? Vor allem Fashion haben wir die höchste Retourenquote, einfach weil Kunden halt auch ja, teilweise ihre Größe nicht einschätzen können oder vor allem, weil es auch mit der Darstellung dann auch zu tun hat. Ich kann eben die Ware nicht anfassen, ich kann sie online nicht wirklich anprobieren und deswegen ist vor allem bei Textilien eine besonders hohe Retourenquote. Und es gibt andere Produktkategorien wie jetzt Elektronik oder Spielwaren, wo die Retourenquote dann weitaus geringer ist. Was für Probleme bringen Retouren mit sich? Mit jeder Retoure brauche ich zusätzliche Ressourcen. Die Retoure muss wieder zurückgebracht werden. Da gibt es eine Logistik, Transport. Die Retoure, wenn sie dann beim Händler wieder angekommen ist, muss die natürlich wieder möglichst schnell in den Warenkreislauf zurückgeführt werden. Der Händler will die ja wieder verkaufen. Und dann fallen da natürlich Kosten, Aufwände an, wieder Aufbereitung zu betreiben. Das größte Thema sind sicherlich die Transportemissionen. So, die Mystery-Retourenbox ist angekommen. Ist auf jeden Fall ein großer Umzugskarton voll mit Zeug. Also hierfür habe ich insgesamt 126,90 Euro bezahlt. Und ich bin jetzt mega gespannt, was hier drin ist. Also sind da brauchbare Sachen drin? Ist da einfach nur Müll drin? Und kann ich das Ganze wiederverkaufen, um mehr Wert rauszuholen? Deswegen schaue ich da jetzt einfach mal rein.
Ich bin so mega gespannt, Alter. Ganz oben lacht mich ein Findet-Dori-Spielzeugregal an. Ich würde mir das jetzt nicht unbedingt in mein Zimmer stellen. Was haben wir als nächstes? Ein Wi-Fi-Remote-Charging-Kabel. Für eine GoPro. Eine Lichttherapielampe. Was ist das? Also Knete oder so. 16-mal Barbie-Knete. Ein Mikrofon. Ich glaube, die Batterie ist leider leer. Pinsel. Alright, was haben wir denn noch? Hallo Quest. Ist das ein Spiel? Ist das irgendwie ein Album? Nein. Ein Klitorissauger, G-Punkt. Für Sie mit Fernbedienung. Ja, geil. Sexspielzeug. Hoffentlich noch nicht benutzt, aber es scheint noch eingeschweißt zu sein. Mal schauen, wie wir das loswerden. Ich habe mich gefragt, wer eigentlich hinter diesen ganzen Mystery-Boxen steckt. Also wo kommen die her? Deswegen habe ich einfach mal dem Verkäufer meiner Mystery-Box geschrieben und nach einem Treffen gefragt. Und der hat sich kurz danach tatsächlich zurückgemeldet und im Interview zugestimmt. Also bin ich sehr gespannt, ob ich durch ihn mehr über das Business mit den Retouren rausfinden kann. Wir treffen uns in seinem Lager. Dirk Wünning ist seit 20 Jahren im Retouren-Business. Er kauft palettenweise Ware ein und verkauft diese entweder an andere Händler oder direkt an Endkunden. Retouren habe ich hier. Jetzt hier zum Beispiel hinten habe ich B-Ware. Ja, krass, hier geht es ja noch richtig viel weiter. So, das sind hier auch alles Retouren. So, dann hast du hier natürlich hier solche Retouren. So Küchengeräte und so. Küchengeräte. Und dann habe ich mitunter Retouren, wo ich sage, habe ich Scheiße gekauft. Was machst du damit dann, mit so Sachen, die du nicht los wirst? Mich ärgern und wegschmeißen. Wie sowas. Elektrische Zahnbürste, geht das nicht? Elektrische Zahnbürste. Gebraucht. Ach so. Willst du die haben? Ja, gut. Nee, nicht unbedingt. Ja, und das sind so die Ware, ne? Wo ich dann dementsprechend mit handele. Also ist das so ein bisschen Glücksspiel auch? Also das klar, Glücksspiel ist auch immer dabei. Ich habe mir hier die Fernseher geholt. Alle drei kaputt. Kann man nur schauen, wenn man ein Auge hat, weil eine Seite läuft. Das nächste Produkt ist ein Akku, ein Canon-Akku von einer anderen Marke. Yupio. Okay, was haben wir hier? Eine XXXL-Jacke. Aber guck mal, man sieht hier schon, wie sich hier die Schrift so ablöst. Was ist das? Für einen Stehtisch so eine Hülle ist das. Was haben wir hier? Ein UV-Filter. Dann haben wir hier noch zwei Bastelscheren und eine Pudelmütze. Methylan-Power-Tapetenablöser. Schon wieder ein komischer Pullover, 3XL. Und hier noch ein Kleidungsstück. Und das letzte Produkt. Auf jeden Fall eine ganz schön wilde Mischung an Gegenständen in der Box. Ich habe Dirk direkt mal gefragt, wie er so eine Mystery-Box eigentlich zusammenstellt. Gucken wir nämlich mal hier. Spielzeug geht immer. Und rechnest du dann irgendwie so ein bisschen zusammen, wie viel das irgendwie wert sein muss? Ja, muss ich. Hier ist ein Koffer von Dyson für einen Föhn oder für Haartrockner. Okay, kann man halt nichts mit anfangen, wenn man nicht den Föhn hat. Gut, aber das Ding kostet 50 Euro. So, dann bist du jetzt da schon bei 50, bist du schon, na, wenn du das siehst, bist du schon bei 90 Euro. Was da drinnen ist, ist ja vom Prinzip ganz egal, ne? Rotolite, immer gut. Stativ, Luftentfeuchter. Luftentfeuchter. Können wir auch noch reinknallen. Ist auf jeden Fall eine bunte Mischung. Und ich glaube, es geht dabei ja auch eher darum, dass man nicht weiß, was man bekommt. Richtig, aber deswegen kriege ich die dann auch mitunter zurück, wo die dann sagen, kann ich nichts mit anfangen. Kann man denn Mystery-Boxen benutzen, um das dann zu wiederverkaufen? Würde sich das lohnen? Auf jeden Fall auch, ja. Ja? Ja. Man muss nur wissen, wann, wo und wie. Das ist einmal alles, was in der Mystery-Box drin war. Naja, ich würde sagen, jetzt gar nicht so viele Highlights, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade 126,90 Euro auf dem Tisch liegen sehe. Und also, ob man das alles dafür verkauft bekommt. Gerade so Klamotten, schwierig. Ich könnte mir vorstellen, so die Sachen, die Markenprodukte sind, kriegt man vielleicht am besten verkauft. Wird schwierig, glaube ich, das Geld wieder reinzubekommen. Aber vielleicht kann mir Dirk ja erklären, wie das Retouren-Business funktioniert und wie man damit genau Geld verdienen kann. Weißt du denn vorher, was du kaufst, wenn du jetzt Retouren kaufst? Im Großen und Ganzen bekomme ich immer ein Manifest dabei. Das heißt ganz einfach, da steht drauf, was ich bekomme, weil ich sehr viele Überhänge kaufe. Das heißt, 100 Teil davon, 200 Teil davon, 50 Teil davon, 30 Teil davon. Und wie viel bezahlst du dann für die ganzen Kisten? Rechne im Schnitt zwischen 10% und 20%. Okay. Umso mehr du kaufen gehst, ob ich jetzt eine Palette kaufe oder 10 Paletten, kann ich mit dir hingehen und kann handeln. Mhm. Dann habe ich natürlich doch mal 10%, 15%, 20% billiger als jetzt der eine, der jetzt nur eine Palette kaufen geht. Ne? Wenn ich eine Palette kaufe, hier so eine Palette mit 200, 300 Teile, ist nicht so, dass ich die 200, 300 Teile innerhalb 2, 3 Tagen verkaufe.
Aber du verkaufst auch dann so ganze Paletten mit Sachen? Ich verkaufe am allerliebsten komplette Paletten oder LKWs. Okay. Was passiert eigentlich mit den ganzen Retouren? Also die meisten werden schon wiederverkauft. Also es gibt da auch neuere Studien oder auch Untersuchungen dazu, dass nur ein kleiner Teil der Retouren wirklich zerstört wird. So zwischen 1-3%. Weil ich würde auch sagen, dass es halt schon im Interesse auch des Händlers oder des Unternehmens ist, die Ware halt wieder zu verkaufen. Ich glaube, dass ich mit dem Inhalt meiner Mystery Box wahrscheinlich nicht so mega viel verdienen werde. Deswegen habe ich Dirk einfach mal gefragt, ob ich ihm vielleicht noch ein paar Retouren aus seinem Lager abkaufen kann, um dann zumindest zu versuchen, die gewinnbringend weiter zu verkaufen. Ja. Genau. Was machst du uns für einen guten Preis hier? So, normaler Preis sind wir 90, 180, 64, 244, 294, knapp 300. Okay, 300 Euro für so eine Box mit ein paar Artikeln. Wo du aber ohne weiteres 500, 600 machen kannst, ohne weiteres. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ja, klar. Cool, dann haben wir einen Deal. Aber was habe ich denn jetzt eigentlich gekauft? Also, ich habe 6 Reisekoffer für einen Dyson-Föhn gekauft. Der Verkaufspreis davon liegt im Moment bei knapp 60 Euro. Und Dirk meinte, die gehen weg wie warme Semmeln. Dann 8 2-in-1 Barbie-Puppen. Der aktuelle Verkaufspreis für eine liegt bei ungefähr 20 Euro. Außerdem noch 2 Kamerafilter-Sets für eine Drohne. Neu kosten die derzeit so 40 Euro pro Stück. Und zu guter Letzt noch 2 Fotoboxen. Die kosten im Handel so 100 Euro pro Stück. Insgesamt sollte ich hier also einen Warenwert von ca. 800 Euro haben. Also, wenn ich es schaffen würde, nur die Hälfte davon zu bekommen, hätte ich ja schon ganz guten Gewinn gemacht. Und natürlich habe ich auch noch die komplette Mystery Box, die ich auch einfach komplett reinsetzen werde, also alle einzelnen Produkte. Verkaufen möchte ich das Ganze im Internet auf eBay und eBay Kleinanzeigen. Also bei eBay stelle ich die Sachen einfach per Auktion mit 1 Euro Startpreis rein. So müsste ich ja auf jeden Fall einen Großteil der Ware loswerden. Ein paar einzelne Artikel inseriere ich auch bei eBay Kleinanzeigen. Okay, ich bin fertig mit Einstellen der ganzen Artikel. Es hat ewig gedauert. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich jetzt damit beschäftigt war. Ich habe jetzt insgesamt 6 Anzeigen online bei eBay Kleinanzeigen und nochmal 34 bei eBay, also wirklich eine ganze Menge. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch abwarten, was passiert und ob was verkauft wird. Und schon nach kurzer Zeit haben sich bei eBay Kleinanzeigen die ersten Leute gemeldet. Zum Beispiel hat jemand den 3XL Hoodie für 15 Euro gekauft und auch diese Dyson Koffer liefen tatsächlich erstaunlich gut. Von denen bin ich in den ersten Tagen direkt 4 Stück losgeworden. Auf eBay tat sich aber erstmal lange gar nichts. Also so gut wie keine Gebote und irgendwie auch kaum Leute, die überhaupt mal auf meine Inserate klicken. Nach ein paar Tagen liefen dann die ersten Auktionen aus und manche Artikel sind echt einfach nur für 1 Euro weggegangen. Also da lohnt sich der ganze Aufwand nicht wirklich. Ich habe jetzt alle Sendungen verpackt. Das kann ich jetzt alles schön zur Post bringen. Was kostet so die Rücksendung einer Retoure im Durchschnitt? Für einen Händler so 19 Euro. Also das ist schon sehr hoch. Aber da ist auch eine große Varianz. Wie schafft man es denn, unnötige Retouren zu vermeiden? Ja, also worauf wir uns natürlich fokussieren, ist, dass wir die Psychologie des Kaufverhaltens nutzen, um eigentlich Kunden zu helfen, eine Entscheidung zu treffen, die möglichst wenig Retouren zur Folge hat. Da kann es zum Beispiel darum gehen, dass wir Kunden dazu bringen, bewusster zu bestellen. Da kann es zum Beispiel einen Einfluss haben, wenn ich dem Kunde anzeige, wie viel CO2 dadurch verbraucht würde, wenn dann eine Retour entsteht. Oder auch, wenn ich ihm einen Zeitverlust anzeige. Wenn du später zurücksenden musst, kostet dich das über eine halbe Stunde im Durchschnitt. Ne? Also das basiert auch auf realen Daten. Es geht auch nicht darum, Retouren abzuschaffen, sondern es geht einfach darum, dem Kunden eigentlich zu helfen, ne, und dadurch die Wahrscheinlichkeit zu senken, dass das überhaupt eine Retoure dann stattfindet. So, jetzt ist die große Frage, was habe ich denn insgesamt mit allen Verkäufen verdient? Fangen wir mal mit den Artikeln aus der Mystery Box an. Bezahlt habe ich für die Box insgesamt 126,90 Euro. Eingenommen habe ich mit allen Artikeln aber nur 58,81 Euro, also nicht mal die Hälfte. Man muss aber dazu sagen, dass einige Artikel wie dieses Kinderregal oder diese Collegejacke im Zeitraum des Selbstexperiments einfach nicht verkauft wurden. Also ich hatte die mehrere Wochen online, aber die wollte einfach niemand haben. Bei den anderen Retouren aus Dirks Lager sieht es leider nicht viel besser aus. Da habe ich ja insgesamt knapp 300 Euro bezahlt. Eingenommen habe ich insgesamt aber nur 207,13 Euro. Auch hier bin ich leider nicht alles losgeworden und habe jetzt noch 4 Barbie-Puppen und ein Kamerafilter-Set. Ich muss sagen, ich hätte mir von einigen Artikeln schon ein bisschen mehr erhofft. Zum Beispiel sind diese Fotoboxen mit Studioleuchten gerade mal für knapp 20 Euro pro Stück weggegangen und das, obwohl der Neupreis bei 100 liegt. Aber wie viel Verlust habe ich denn jetzt insgesamt mit meinem Selbstexperiment gemacht? Insgesamt habe ich 426,90 Euro für alle Retouren ausgegeben. Eingenommen habe ich aber nur 265,94 Euro. Das ist ein Verlust von 160,96 Euro. Geil.
Fazit: Im ersten Moment klingt das Retouren-Business ja ganz einfach. Man kauft günstig Ware ein und verkauft sie dann mit einem Profit weiter. In der Realität sieht das aber ein bisschen anders aus, weil es ist gar nicht mal so einfach, Käufer für das ganze Zeug zu finden und dann auch noch gute Preise zu erzielen. Weil ich meine, es gibt ja auch einen Grund dafür, warum Retouren so günstig an irgendwelche Händler verkauft werden. Dazu kommt ja auch noch die ganze Zeit, die man investieren muss fürs Fotos machen, Artikel inserieren, mit Käufern schreiben, verpacken, verschicken. Das waren auf jeden Fall Sachen, die ich bei meinem Selbstexperiment unterschätzt habe. Für mich hat sich der ganze Aufwand also überhaupt nicht gelohnt, aber ich glaube schon, dass ich bei dem einen oder anderen Artikel wahrscheinlich schon hätte noch ein bisschen mehr rausholen können. Also hätte ich jetzt einfach alle Artikel mit einem Festpreis reingestellt und einfach ein paar Wochen gewartet, dann wäre vielleicht das ein oder andere Produkt noch für einen besseren Preis weggegangen, aber dafür braucht man einfach super viel Zeit. Wenn ich jetzt so verkaufen könnte, direkt wie ich kaufe, wäre gut, aber dann hätte ich das Lager auch nicht und wäre auf den Malediven. Aber es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, sein Geld zu investieren, wenn man das jetzt nicht gerade in Retourware stecken möchte. Deswegen an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Timeless für die Unterstützung bei diesem Video. Wie gesagt, über den Link in der Videobeschreibung sichert ihr euch 10 Euro Startguthaben. Wenn ihr wissen wollt, wie viel Geld ich mit meinen getragenen Socken verdient habe, dann schaut euch dieses Video an, lief ein bisschen besser, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal.